fest, 40.000 PS starten jetzt zum Recht. Herzlichen Dank für euer Vertrauen. Ist auch meine erste Hafenrundfahrt, also kann gar nichts schief gehen. Ja, soll mir auch keiner verdursten, Hinweis in eigener Sache. Hier vorne brummt so ein kleiner Kühlschrank vor sich hin. Wenn jemand Durst hat, ist Selbstbedienung, nehmt euch raus, was ihr wollt. Zahlt am Ende der Runde 2 Euro pro Getränk. So, Starterlaubnis, wo ist mein Chef? Bitte schön. Da oben ist der. Steht da oben und guckt. Da muss ich das nicht machen. Wäre schon ein Stück. Starten sind wir gerade links von den Saab. Pauli Landungsbrücken. Das hier links Europas linksam größter schwimmgehaltener Wasserbahnhof. Die gesamte Anlage, 900 Meter lang, 20 Meter breit und das Ganze wird komplett schwimmgehalten. Das muss so sein, denn der Hamburger Hafen ist ein offener Tidehafen. Das bedeutet, hier herrschen die Gezeiten Ebbe und Flut. Wir haben täglich einen Wasserhöhenunterschied von 3,5 bis hin zu 4 Metern. Deswegen wird die Anlage hier schwimmgehalten, um ein Überfluten zu verhindern. So, wir fahren gleich erstmal raus hier vorne auf das Hauptfernwasser der Elbe. Das wird gleich mal ordentlich schaukeln. Hin und wieder kann sogar mal ein bisschen Spritzwasser an Bord gespritzt kommen. Sollte das der Fall sein, tut mir den Gefallen und bleibt bitte sitzen, denn sonst werden meine Bänke so nass. Dankeschön. Sollte einer der Damen während der Hafenrundfahrt ein bisschen nass gespritzt werden, ist das auch nicht weiter schlimm. Denn die Damen werden am Ende der Hafenrundfahrt vom Kapitän persönlich wieder trocken gerubbelt. Es darf heute auch gern mal eine etwas jüngere sein. Etwas ältere habe ich selbst zu Hause, habt ihr gerade gesehen. Ja, schönstes Wetter. Kaiserwetter. Heute sogar ein paar Schiffe im Hafen. Ein großer ist gerade reingekommen, da fahren wir nun zunächst einmal hin. Wir fahren vorbei am Fischmarkt hin zum toller Ort, der Containerterminal, durch eine Schleuse und am Ende der Rundfahrt nochmal Hafen City, Elbphilharmonie und Speicherstadt. Ah, gut festhalten. Genau an der Stelle sind wir gestern das letzte Mal umgekippt. Da haben wir zunächst einmal die großen Schwimmloks hier von Blum und Vostok 10 und 11. Hier drin haben wir gerade zwei Schwerlastschiffe kennen wir an den schiffseigenen Ladegeschirr. Mit diesem Ladegeschirr kann sich das Schiff gegebenenfalls in kleineren Hafenbecken auch eigenständig ent- oder auch neu beladen. Funktionsweise eines solchen Schwimmloks hier kann man hier ganz gut erklären. Wir sehen die Seitenwände, das sind riesige Behälter. Befüllt man die Behälter nun mit Wasser, senkt sich das Dock logischerweise ab und ein Schiff kann ins Dock hineinfahren. Ist das Schiff erstmal drin, fängt dann an, das Wasser wieder herauszupumpen. So entsteht dort nach und nach genügend Auftriebskraft, um das Schiff samt Dock wieder an die Oberfläche zu drücken. Wow, ist das Schiff erstmal aus dem Wasser, dann kann es nach Lust und Laune bearbeitet werden. Hier erhalten die Schiffe dann auch eine neue Klasse. Die Klassifikation eines Schiffes ist dasselbe wie der TÜV beim Auto. Danach richtet sich dann hier die Versicherungssumme. So, hier auf der rechten Seite taucht auf die schwarze Zigarre U-434. Das ist hier rechts das größte nicht atomar betriebene U-Boot, was die Russen je zusammengebastelt haben. Das Schiff selbst, 90 Meter lang, war Arbeitsplatz für 85 Seeleute.
seit nunmehr 18 Jahren ausrangiert. Seit 15 Jahren kann das Schiff hier täglich besichtigt werden. Übrigens war das ein reines Spionageschiff, ne? Das Schiff lag jahrelang vor der amerikanischen Küste und hat dort den Telefonverkehr abgehört. Und mitgeschnitten. Dann haben wir auf der rechten Seite die längliche Halle. Das hier rechts ist die Hamburger Fisch-Auktionshalle. Hier rechts findet jeden Sonntag der bekannte Hamburger Fischmarkt statt. Bei schönem Wetter tummeln sich hier locker bis zu 30.000 Besucher. Ja Leute, das ist hier sonntagsmorgens so voll. Hier geht ihr morgens mit Schuhgröße 38 hin und abends mit Schuhgröße 42 wieder zurück nach Hause. Was man empfehlen kann, ist die Fisch-Auktionshalle selbst. Da hat man jeden Sonntag ein bisschen Live-Musik und frisch gezapftes Bierchen gibt es dort auch. Wir waren mal mit Gitti und Bernd. Da war aber gestern eine Lusteria da vorne. Wenn ihr drüber schaut, auf der rechten Seite, hier haben wir den angezogenen Glaskasten. Das hier auf der rechten Seite ist das Kreuzfahrtterminal von Altona. Ja, hier zu Gast gerade die Aida Sol. Kleines Kreuzfahrtschiff für 2300 Passagiere. Wird mit 650 Mann Besatzung gefahren. Genau. Dazu, wo die Aida gerade hinfährt, dazu kommen wir später nochmal. Hinter der Aida sehen wir die ganzen Masten. Die gehört zum Museumshafen Övelkönne. Daran schließt sich noch an der Hamburger Sandstrand, der führt bis nach Blankenese. Und von hier bis zur offenen See sind es noch 124 Kilometer. Genau diese 124 Kilometer halten den Hamburger Hafen wirtschaftlich noch so am Leben. Denn es ist natürlich viel kostengünstiger für den Spediteur, die Blechkisten schon mal 124 Kilometer im Landesinneren zu haben, anstatt sie in Bremerhaven auf die LKWs umsetzen zu müssen. Genau aus diesem Grunde ist Hamburg ganz gut im Rennen mit einem Jahresumschlag von 10 Millionen Kopien. An. Das bedeutet, das Ganze dauert eine Woche bis eine Woche um sie, die von hier aus über den Ring nach Frankreich wieder gibt es hier 500 Euro. Ja, gewaltige Schiff, auch schon fast ein Post als hier. Schaut, da sehen wir diese drei blauen Kreise mit den blauen Kreuzen. Das bedeutet, dieses Schiff verfügt über drei Schrauben vorne im Bug des Schiffes. Das ist das sogenannte Bugstrahlruder oder die Bugstrahlruder.
Dasselbe hat auch am Heck, das ist dann das Heckstrahlruder, und das ermöglicht dem Kapitän, dieses Schiff, obwohl es 300 Meter lang ist, auf eine Briefmarke zu drehen. Einigermaßen fitter Kapitän kriegt das wirklich hin, dass sich das Ding direkt auf den Punkt dreht. Ja. Schiffsname, Heimathafen und die Registriernummer. Ja, und die Containerbrücken, die wir gleich passieren, die sind eigentlich noch gar nicht da. Auf jeden Fall sind sie noch nicht eingeweiht. Das sind die modernsten hier auf der Ecke, wurden vor 2 Monaten aufgebaut und haben eine Frequenz von 60 Container pro Stunde zu B oder entladen. Sind die Container erstmal auf der Kaianlage, kommen rechts die hochrangigen Fahrzeuge ins Spiel, das sind die Van Carrier. So ein Van Carrier hat hier für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Die bringen die Container unter die Brücke oder holen sie da und wieder ab. Ja, das hörst du langsam in Cortinas Familie. Hier schließt sich nun nahtlos ein, ja, wenn ich sogar das interessanteste Stück gut hören an. Stück gut ist die Ware, die nicht in die handelsüblichen Blechkisten hineinpasst. Thank you.
Nüsse, Pistazien und Mandeln. Firma Flint. Flint hat sich auf die Wartung und Reparatur kleinerer Hafenfahrzeuge wie dieser Hafenbarkasse spezialisiert. So eine Barkasse geht zur Überholung nicht ins Dock, sondern wird hier auf der linken Seite bei Hochwasser auf dem Rollwagen draufgefahren, mit Hilfe einer Seilwinde aus dem Wasser gezogen und hier können die Barkassen dann noch bis zur Laune bearbeitet werden. Bisschen größer geht das hier vorne ab. Hier haben wir die ehemalige Norderwerft. Ja, leider ehemalig, denn der Chef der Norderwerft, der hat ein Verhältnis mit Clara. Und Clara hat ihn ganz schön den Kopf verdreht. Kein Wunder, nach 3 Flaschen Clara Korn am Tag war das nicht mehr so mit der Schiffsreparatur. Deswegen hat er den ganzen Quatsch verkauft an die Bremer Lürsenwerft. Normal mögen wir die Bremer nicht, aber in dem Fall alles richtig gemacht. 40 Hafenarbeiter fest eingestellt und Auftragsbücher voll bis unter das Dach. Da können auch wir nicht mehr viel meckern. Hier drinnen ein kleineres Fiederschiff, ein Dock weiter liegt ein Aufklärer. Zu sehen, die Wildebrücke, das ist die Nordelbbrücke, dort hört die Seefahrt auf, weil da geht es nur noch mit kleineren Binnenschiffen. Dann haben wir rechts an der Kaianlage das verglaste Gebäude, das ist Unilever Haus, die Firmenzentrale von Unilever Deutschland, dazu gehören Rama und Langnese. Daneben hier rechts der schiefe Turm dort, das ist der schiefe Turm der Hafen City, der Marco Polo Tower. Bekannteste Bewohnerin hier oben rechts im Penthouse ist zurzeit Helene Fischer. Eine Woche nachdem Helene dort eingezogen hat, das neue Wahrzeichen unserer Stadt, die Hamburger Elbphilharmonie. Lange haben wir darauf gewartet. Ein bisschen teurer ist das Ganze auch geworden. Ursprünglich waren mal 80 Millionen Euro angedacht. Ne? Nach 3.500 Baumängeln hat das nicht mehr ganz hingehauen. Zur Fertigstellung lagen wir bei einem Gesamtbauvolumen von 860 Millionen Euro. Ist aber auch nicht so schlimm. Hauptsache wir sind einen Schritt schneller fertig als Berlin oder Stuttgart 21. Auf der linken Seite taucht auf so ein kleines Backsteingebäude. Leute, das kennt ihr sicherlich aus der Serie Notruf Hafenkante. Ne? Denn in der Serie ist das hier links über uns die Polizeiwache. In Wirklichkeit sind das hier die öffentlichen Toiletten. Ah, hat sie nicht allzu viel getan. So, die Speicherstadt voraus wurde ursprünglich im Jahr 1888 von den damals hier in Hamburg lebenden Kaufleuten erbaut und gegründet. Ein Hamburger Kaufmann hatte dadurch die Möglichkeit, er konnte weltweit seine Ware einkaufen und erstmal zollfrei hier ein Zwischenlager. Nur für den Teil, den er gleich verkaufen konnte, musste er den Zoll bezahlen. Durch die Container ist es leider alles hinfällig geworden, seitdem wir die haben, wird hier kaum noch was gelagert. Dadurch hatten wir hier immensen
Leerstand erst in den letzten Jahren ist es der Stadt Hamburg gelungen, das alles wieder wirtschaftlich aufzuforsten. Wir haben hier nun zahlreiche Museen wie das Gewürzteppich Tee, Speicherstadtmuseum, Schuh. Wie das später alles mal aussehen soll, wenn es dann fertig ist. Sehen können, das sind Brücken. Und das die ganze Menge. Insgesamt haben wir über 2600 Brücken in der Stadt. 2600, das sind mehr als in Venedig und Amsterdam zusammen. Und die bekannteste Brücke taucht nun auf der rechten Seite. Die Brücke mit den drei weißen Lichtern, das hier rechts, das ist sie, die Hamburger Jungfrauenbrücke. Und der Sage nach sollte eine Jungfrau über diese Brücke schreiten, so erleuchten diese drei weißen Lichter. Ganz ehrlich, ich habe den Quatsch hier schon seit 20 Jahren und ich habe die Lichter noch nicht einmal flackern sehen. Der Kaffee gab schon mal das doppelte Monatsgehalt, ne? Die kuriosesten Sachen, wie sie die Jungs dann doch erwischt haben, sind ungefähr 500 Meter hinter uns ausgestellt im Deutschen Zollmuseum. Wie bei uns auf der linken Seite, meine Damen und Herren, haben wir das weltweit größte orientalische Teppichlager. Hier links neben uns lagern jetzt gerade noch Orientteppiche im Wert von 1 Milliarde Euro. Hin und wieder noch ein paar landestypische Spezialitäten wie Opium und Marihuana, aber hauptsächlich wird hier mit Teppichen gehandelt, sagen wir. Vor 20 Jahren der Hamburger Hafen gegründet von Herrn Barbarossa. Das feiern wir auch jährlich immer am 1. oder 2. Maiwochenende mit dem Hamburger Hafengeburtstag. Nächste Woche ist es soweit, da haben wir hier wieder den Hamburger Hafengeburtstag. Solltet ihr zu der Zeit auf Enge sein, schaut doch mal vorbei. Das ist aber eine feuchtfröhliche Angelegenheit. Wie bei uns auf der rechten Seite haben wir die St. Michaeliskirche, auch kurz gesagt, der Michel, eines der schönsten, wenn nicht sogar das schönste Wahrzeichen unserer Stadt. 149 Meter hoch, oben noch eine kleine Aussichtsplattform mit Blick über den Hafen. Und darunter die größte Kirchturmuhr Europas mit Durchmesser von 8,5 Metern. Auf der rechten Seite geht ab die Rathausschleuse, führt hin zum Rathaus. Das Rathaus hier rechts, kein Kilometer von hier entfernt. Und acht daraus, ungefähr 1,5 Kilometer, haben wir auch den Hamburger Hauptbahnhof. Beide Punkte werden miteinander verbunden von der Hamburger Mönckebergstraße. Hey. Ja,
Gut, haben wir Zeit. Ja, ich muss immer auf der rechten Seite haben wir den Hamburg City Sportboothafen. Sollten wir einen Hobbysegler oder Motorbootfreund hier an Bord haben, so lasst euch sagen, ihr seid jederzeit herzlich willkommen und gerne gesehen. Ja, so ein Mist. Das habe ich zu oft gesagt, das haben die Holländer hier vorne auch gehört. Ja, seitdem sind die gar nicht mehr wegzukriegen. Mal sind es drei, heute zwei holländische Traditionssegler liegen hier gerade mittlerweile. Schiff, ehemaliges Leuchtfeuerschiff, wurde durch eine Leuchttonne ersetzt. Ja, die kennen umgebaut zum Kneipenmod Hotelschiff. An Bord gibt es hier das Starkbier des Guinness. Und wer ein, zwei Bier zu viel getrunken hat, kann sich hier an Bord auch gleich in die Koje hauen. Die Koje ist, haben sie bei der zweiten Schraube schnell wieder zurück nach Hause. Spaß. Ja, das hier ist die Cap San Diego. Wohl das schönste Schiff, was sie in Hamburg liegen haben, das ist ein waschechter Hamburger. Das Schiff wurde in Hamburg-Finkenwerder bei der deutschen Werft gebaut, fuhr als 10.000 Tonnen Kühlfrachter noch ein paar Jahre zwischen Hamburg und Argentinien. Auf der rechten Seite der Dreimaster hier, das ist die Ringmas. Der Ringmas war ein Frachtensegler und der war in Linie unterwegs zwischen Hamburg und Chile. Das Schiff brachte Salpeter nach Hamburg, einer der Grundstoffe der Sprengstoffherstellung. Das fanden die Portugiesen auch so interessant. Die haben das Schiff während des Ersten Weltkrieges kurzerhand gekapert. Bis in die 80er dienen die das noch als Ausbildungsschiff ihrer Marine. Erst seit Ende 80 liegt das Schiff wieder hier in Hamburg und kann besichtigt werden. Ja, auf der linken Seite das gelbe Musical-Zelt vom König der Löwen. Zurzeit wohl das schönste und farbenfrohste Musical, was wir hier in Hamburg haben. Jeder, der Karten dafür hat, kann eine Stunde vor Vorstellungsbeginn den kostenlosen Transfer in Anspruch nehmen. Von der Brücke 1 direkt neben uns geht's rüber zum Musical König der Löwen. Voraus auf der linken Seite Blumen- und Forstdock LD17. Das ist kein Schwimm, sondern ein Trockendock. Läuft dort ein bisschen anders ab. Wenn da ein Schiff hineinfährt, wird das ganze Hafenbecken wasserdicht versiegelt. Das Wasser wird ausgepumpt, somit liegt das Schiff nach und nach auf dem Trocknen. Hier drin gerade die Cap San Marco. Cap San Marco, was haben wir eben? Cap San Diego, irgendwas ist da? Ja, gehören beide zusammen, gehören beide der Hamburg Süd. Und beide Schiffe wurden von einem Mann gebaut, der sein Geld damit verdient hat, dass er weißes Pulver in kleinen Tütchen verkauft hat. Die Rede ist nicht von Pablo Escobar, nein, die Rede ist von Deutschlands Puddingkönig, von Dr. Edgar. Weiter auf der rechten Seite, wenn ihr rüber schaut, hier rechts das runde Gebäude mit dem Kupferdach, das hier rechts ist der Einstieg zum alten Elbtunnel. Der Elbtunnel 1904 bis 1911 gebaut, war vorgesehen für die rund 40.000 Hafenarbeiter von Blom und Voss. Die konnten dank des Elbtunnels auch im Winter bei Eisgang trockenen Fußes und in den Elbdecken auf die andere Elbseite gelangen. Beide Röhren in einer Tiefe von 21 Metern unter uns. Man kann heute noch beide Röhren zu Fuß oder auch mit dem Pkw befahren. Auf der rechten Seite das Gebäude mit dem schwarzen Dach, den vielen weißen Fenstern und dem roten Backstein. Das hier rechts ist das Hamburger Tropeninstitut. Das wurde ganz bewusst in Hafennähe gebaut, denn die Krankheiten, die nach Hamburg kamen, die wurden meistens von den Seeleuten hier eingeschleppt. Ne? Und wenn so ein Seemann Landgang hatte und wollte in die Herbertstraße, wenn er vorher noch gemerkt hat, er hat Matrosen am Mast, dann ist er stärker vor als Hamburger Tropeninstitut. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben die Schleusen gehabt und die haben wir hier wegen einer sehr starken Strömung. Ja? Und weil wir so eine starke Strömung haben, haben wir auch die Schlepperpflicht. Ab einer Schiffslänge von 120 Metern ist es vorgeschrieben, sich einen Hamburger Hafenschlepper zu bestellen, der das große Schiff dann sicher in die Kaianlage bringt. Hat was damit zu tun, wenn ein großes Schiff langsam ins Hafenbecken hineinfährt, hat er nicht so viel Druck auf dem Ruder, lässt sich nicht so gut manövrieren. Und deswegen haben wir hier rechts die Hafenbullen, die Hafenschlepper. Jedes Schiff hat 9000 PS, einen Fahrzug von 60 Tonnen. Somit zieht er die großen Schiffe sicher und locker ins Hafenbecken rein und auch vorsichtig wieder raus.
Tja, lieb, hinter uns nochmal ein schöner Blick über das Hamburger Hafenbecken. Zu sehen nochmal die Elbphilharmonie, die Cap San Diego. Und langsam in Sicht auch wieder unser Anleger hier vorne an den St. Pauli Landungsbrücken. Somit geht unsere kleine Kreuzfahrt hier dem Ende entgegen. Ich hoffe sehr, dass euch das hier ein bisschen gefallen hat bei mir an Bord. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin einen schönen Aufenthalt in Hamburg und eine glückliche Heimkehr. In beiden Fällen immer ein Handbreitwasser und ein Kiel. Kommt alle gut nach Hause. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Dankeschön, noch sind wir nicht da. Was hat er jetzt gesagt zu diesem, da wo wir gestern gesagt haben, wo der Das sagt, baut, da bauen sie. Da wird gebaut. Ach, das wird gebaut, ich habe verstanden, da sind Schiffe drin. Da in dem Dock, da ist ein Dock, wo da drin ist. Das ist der Dock vom Globo Post. Und da drin bauen sie Schiffe. Da bauen sie die Schiffe.